pteranodon is one of the biggest pterosaurs. One of the most iconic traits is the protruding skull crest. Its solid and sharp beak is particularly dangerous. Und das war der Species Field Guide von dem Pteranodon. Wir schauen uns den natürlich jetzt nochmal gemeinsam ein wenig genauer an und analysieren den ein wenig. Denn man konnte wieder einige neue Funktionen sehen. Da haben wir als allererstes mal den neuen Pteranodon. Der sieht definitiv ein wenig anders aus als der aus Jurassic World Evolution 1, aber gefällt mir optisch ziemlich gut, muss ich sagen. Und ich finde auch die Animation, wie er hier fliegt, ziemlich nice. Ich spule nochmal einen Ticken zurück, dann können wir es nochmal komplett sehen. Ja, das sieht schon ziemlich cool aus, aber ich hoffe auch, dass der dann nicht immer nur so fliegt, sondern auch mal so ein bisschen so einen Sturzflug nach unten macht, so ein bisschen gleitet und dann mal nicht mit den Flügeln schlägt, dass es so ein bisschen variiert, weil das konnte man jetzt noch gar nicht sehen. Man hat immer nur dieses Flattern, sage ich mal, gesehen. Hier unten sehen wir übrigens schon den Pteranodon am Speisen. Das wird dann wahrscheinlich die Hauptnahrungsquelle sein von dem Pteranodon. Und hier sehen wir auch nochmal bestätigt, da ist jetzt die Leiste vor, Moment. Hier, das müsste auch ein Pteranodon sein. Also sehen wir hier auch nochmal bestätigt, dass die ohne Probleme dann auch auf dem Land landen. Also nicht nur an diesen Kanten und sowas. Ja, das ist definitiv auch ein Pteranodon. Also da bin ich mir sehr sicher. Und da sehen wir ihn futtern mit dem Fischfieder. Also der Fischfieder ist auch wieder in Jurassic World Evolution 2 vorhanden. Sehr cool. Oh, wie belebt das wirkt. Das ist richtig cool, wie viele Pteranodons da so in der Vogelvoyere, nennt man das so? Ja, ne, Aviarium nennt man es, ne? Ja, wie die da rumflattern. Finde ich richtig cool. It's solid and sharp beak. Und hier sehen wir auch, dass die Pteranodons, genau wie die Dimorphodons, auch ausbrechen können. Und die können sogar auf die Besucher losgehen. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, weil sobald die ihr Aviarium verlassen, breiten die ihr Territorium auf den ganzen Park aus und dann können die auch Besucher attackieren. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Brechen übrigens aus, wenn soziale Anforderungen zum Beispiel nicht erfüllt sind, weil das sind sehr soziale Tiere und wenn man dann zu wenige von diesen in diesem Aviarium hält, dann werden die auch aggressiv und fangen an auszubrechen. Sieht aber ziemlich cool aus. Also sie sind auf jeden Fall mehrere Ausbruchstellen, nicht nur eine. 3 Stück sehe ich. Das wird bestimmt schwierig, die dann wieder einzufangen. Da bin ich echt mal gespannt, wie das läuft. Sieht schon cool aus, wie der hier fliegt. Das können wir uns noch einmal angucken. Also das war der Species Field Guide von dem Pteranodon. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den fandet. Das Originalvideo ist auch unten in der Videobeschreibung. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.